Einen wunderschönen guten Tag 2022. Ja, ich hatte euch ja vor ein paar Monaten gesagt, dass die kleine DX-Reihe rauskommt. Die ist heute gekommen. Also die DX mit 88 PS und DX mit 100 PS. Jetzt gehe ich gleich nochmal im Shop drauf ein. 11 Slots verbraucht dieser Trigger. Ihr habt Mauscontrol, was ihr über R1 und L1 schalten könnt. Das heißt, diese Tür, die Heckscheibe und die Beifahrertür. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Dafür muss der Motor an sein. Da habt ihr die, wie man sieht, die rechte Tür und die linke Tür. Das ist immer ein bisschen kompliziert zu schalten. Und dann habt ihr natürlich noch das Heckfenster. Ja, er schlüpft leider. Erster Gang, zweiter Gang, dritter, vierter, sechster, ab den siebten, beziehungsweise in den sechsten Gang, da kriegt er dann langsam Schwung. Feder, Grafik, jo, wie ein 661er, da wird sich nicht viel ändern. Sonst von drinne. Bisschen dunkel, ne? Aber kann auch täuschen, weil die Sonne hinter uns ist. Ist halt ein schöner kleiner Träger, halt für schöne kleine Höfe oder halt als Hofträger, weil du hast ja Frontlader, Quickly, Hauer. Ja, Beleuchtung, schwer zu erkennen, funktioniert. Grafiken, ja, wie gesagt, es ist wie ein 661er, bloß in klein. 11 Slots verbraucht das gute Stück. Hat leider ein bisschen Schlupf, aber so ist es halt im Leben. Ja, findet ihr halt unter Kleintraktoren. Wie gesagt, 11 Slots frisst er. Man hat 88 PS, man hat 100 PS und das war's. Ihr habt Reifen, Trelbock, Mitas, Michain, Nokian, Tires und Conti. Kleine Info, wenn man durchschaltet, hat man irgendwann Gewichte und man denkt, man geht aufs Normale, aber dann geht das in die zweite Stufe rein. Und die Reifen werden immer größer und bis zur Pflegebereifung, das gilt auch bei allen anderen Reifen. Bei Michelin, ne, könnt ihr sehen, oder bei Conti, erst in die Gewichtsklasse, dann geht das in die kleine Klasse, dann in die größere Klasse. Ja, Design bedeutet Rundumleuchten links, rechts. Zusatzbeleuchtung sind kleine Scheinwerfer vorne, links und rechts, die zur Seite leuchten. Frontgewicht 30 Kilo, 200, 440, 600 und die Fronthydraulik. Und dann habt ihr Frontlader Quickie, Power oder Lizard. Lizard gibt es als Frontlader ja im Shop. Muss man für sich entscheiden. Ich persönlich finde die von der Tiefe am besten Quickie. Ja, Frontkotflügel ja oder nein? Ne, mit ist für Straßenfahren im deutschen Bereich und andere Karten oder so Dings. Ja, und Kennzeichen könnt ihr natürlich aussuchen. Ne? Wir haben jetzt hier kein Kennzeichen, hier steht nur hinten, nur unten. Was heißt nur unten? Nur unten. Okay. Was heißt, achso, nur hinten, also nur hinten habe ich nicht richtig gelesen. Ja, vorne geht leider nicht, also sonst wäre das am Grill vorne eigentlich das Kennzeichen. Aber gut. 52 hat der da eben gerade gekostet. Die beiden Süßen, die hier stehen, kosten beide das Stück 50.000. Und ich denke mal, damit kann man ganz gut leben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst ein Like, ein Abo da. Heute kommen noch Videos zum Thema Karten, die noch gekommen sind. Die sind zwar alle nicht der Brüller, aber ich zeige sie euch die trotzdem. Und würde mich freuen, wenn ihr euch das auch anschaut, wenn ich heute schon mal ein bisschen wieder so in den Rhythmus reinkomme. Ne? Wünsche ein schönes Wochenende. Ich bin raus, bin euer Paddy. Ciao, ciao.